Hallo meine lieben Zuschauer, wir spielen heute Unepic, ein Spiel, was ich mir gerade gekauft habe auf Steam. Hat mich irgendwie überzeugt, fand ich ganz witzig, ein 2D-Pixel-RPG mit Hack-and-Slay-Elementen, allem drum und dran. Das Ganze steuere ich hier mal wieder, auch wie Deadlight oder auch Dust mit meinem Xbox-Controller. Irgendwie stehe ich jetzt halt voll auf diese Spiele. Lautstärkenmäßig sollte es eigentlich klappen. Wenn es irgendwie zu leise ist, sagt es mir bitte in den Kommentaren. Würde mich freuen, wenn ihr es einfach mal kurz reinschreibt. Ansonsten gibt es zu dem Spiel nicht viel zu sagen, weil ich einfach auch wirklich keinen blassen Schimmer habe. Ich habe nur den Trailer gesehen, sitzen ein paar Jungs da beim Pokern und irgendwie ende ich dann in einem Dungeon. Mehr kann ich euch auch nicht sagen. Wenn ihr seht, alles leer, noch nie gespielt. Ist sozusagen totally blind, also macht mich auch am meisten Spaß, direkt mit euch zusammen anzufangen. Und ja, das ist natürlich dann auch mal, wie soll ich sagen, vielleicht mit ein paar Fails behaftet. Ja, ich werde am Anfang wahrscheinlich böse Fehler machen. So, hier steht, startet ein neues Spiel von Anfang an, inklusive der Einleitung und des Tutorials, empfohlen für Neulinge von Unepic. Da sind wir dabei. So, wähle einen Namen für deinen Charakter, wähle weise, er kann später nicht geändert werden. Fitzpiepe, nee, nehmen wir mal Reinfinger. Kann ich nicht groß schreiben? Da, dann machen wir Reifinger. Oh ne, ach komm, wir machen Reif. So heiße ich ja. Machen wir einfach Reif. Danke, Spiel. So, sehr schwer plus plus natürlich. Nein, ich würde sagen Mittel. Nicht so Pussy-Modus leicht ist auch scheiße. Für Spiele mit Erfahrung spielen in Metroidvania-Style. Metroid, super geil. Deadass, wenn ihr wisst, was ich meine bei dem Pixel-Spiel. Ja, Spiel wird automatisch gespeichert. Du musst dein Spiel selbst speichern. Ja, nee, machen wir automatisch. Finde ich besser. Oha. Dann gucken wir mal. Okay, als du den Kerker betrittst, steht ja ein Skelett mit rostiger Äxt im Weg. Das unheimliche rote Licht in den Augenhöhlen fixiert dich. Was tust du? Was spielt die Dungeons and Dragons? Erkennt euch da irgendwie wieder gerade? Ich zum Glück nicht. Ich lade meinen Elfenbogen und schieße. Sehr gut. Hat ein bisschen was von The Big Bang Theory. Nur diesen dicken Kerl gibt's nicht. Moment mal. Willst du wirklich mit einem Pfeil auf ein Monster schießen, das nicht bluten kann? Was denkst du, wird passieren? Dass der Pfeil zwischen ihren Rippen hängen bleibt und sie langsamer macht? Hey, das funktioniert in Legend of Zelda. Haha, Dödel, das Beste an RPGs ist doch, dass du gesunden Menschenverstand einsetzt. Na komm, tritt beiseite und lass den Kleriker seine Arbeit machen. Ich nehme mein heiliges Symbol und richte damit die Untoten. Schreibt mir da heiliges groß? Wirklich, ja? Verschwindet in das Loch, aus dem ihr gekommen seid, üble Kreaturen. Würfel einen D20. Ein blendendes Licht leuchtet in ihren Schädel auf. Beide Skelette schreien und ihre Knochen fallen zu Boden. Nehmt das! Zwei Skelette mit einem Schuss. Gott, bin ich gut. Okay, ich gehe schnell voran, um zu sehen, ob sie irgendwelche Beute haben. Während du auf sie zugehst, trittst du auf eine lose Platte im Boden. Hörst ein Klick und ein Speer springt direkt unter deinen Füßen hervor. Verdammt, ich habe eine Falle ausgelöst. Ich habe einen Rettungswurf, oder? Eric, gib mir die Chips. Hey Leute, lass uns eine Pause machen. Ich muss pinkeln. Schon wieder? Verdammtes Bier. Am Ende des Flurs, linke Tür. Der Lichtschalter ist außen. Okay, bin in einer Minute zurück. Natürlich. Schweine, ihr habt das Licht ausgemacht. Ich bin hier am Pinkeln. Okay. Ihr habt es nicht anders gewollt. Ich kann im Dunkeln nicht sehen. Okay. Verdammt, ich kann nicht sehen. Was zur Hölle? Wo ist das Klo? Ich raste nicht. Ich habe doch gerade da reingepinkelt. Ups, ich glaube, ich habe auf den Boden gepinkelt. Passiert mir auch auf das. Mal sehen, ob ich die Tür finden kann. Nö, das ist eine Wand. Wow, die Wand ist rau. Ich könnte schwören, dass ich vorher eine Tapete hatte. Nichts. Ich kann die Tür nicht finden. Und das ist definitiv nicht das Bad. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ich nehme besser mein Feuerzeug zur Hand, sodass ich wenigstens etwas sehen kann. Finde das Feuerzeug in deinem Inventar. Wenn du das gefunden hast, wähle Option Ausrüsten. Um das Inventar zu öffnen und zu schießen, drücke die Taste I. Super, ich habe einen Xbox-Controller in der Hand. Kann ich nicht auch hier irgendwie mit dem Xbox-Controller ins Inventar? Ich will es pausieren. Weiß nie, was du brauchst. Okay, ich will es nicht pausieren. Ah, Inventar. Also mit der Starttaste komme ich ins Inventar. Feuerzeug. Ausrüsten. Yay! Was ist das? Steinwände, Säulen, Dunkelheit. Wo zur Hölle bin ich? Natürlich, diese Schweine haben mir Psychopharmaka in mein Bier geschüttet. Ich habe eine Halluzination. Cool, es sieht fast alles real aus. Natürlich. Okay, wie ihr seht, habe ich da oben ganz, ganz viele F1-Tasten auch hier. F2 für Schwerter. Ich glaube, die ganze Auswahl kann ich aber auch über den Controller hier machen.
Ja, Moment, jetzt muss ich selber mal gucken, nicht, dass ich irgendeinen Mist ausrüste. Okay, ich kann da oben mit F-Tasten durchsteppen, weiß noch nicht ganz genau wofür. Starttaste, kann ich den Charakter auswählen. Ihr seht selbst, hier habe ich alles mögliche. Dolche, Schwerter, die ganzen Stufen, Schaden. Also RPG-Style, to the fullest. Statistiken, yay, auch geil. Jeder steht auf Statistiken. Herausforderungen, die ich abschließen kann, auch super. Und ja, ich würde sagen, das hier ist das HUD, das Menü, so sieht's aus. Controller macht, was er soll. Springen kann ich mit dem A, Button X. Rechts, oder klicke auf ein Rechteck, um eine Notiz für diesen Raum zu schreiben. Ah, das sieht aus wie eine Karte, erster Raum. Ich habe Y gedrückt, ist anscheinend... Okay, warte mal. Und hier dann? Auf ein Rechteck. Klick auf ein Rechteck. Ja, wie denn mit meinem hier Controller? Ach, egal. So, wir laufen mal ein bisschen. Was ist das? Da vorne ist irgendwas. Es sieht aus wie ein... Heilige Scheiße, ein Skelett. Ich bilde mir schon Dinge ein. Wahrscheinlich ist das Rickys Oma, die gerade ein Nickerchen macht. Ich kann sie als Skelett sehen, aber vielleicht heißt das Chess's Copperpot, was auch immer das ist. Hat er einen Schlüssel? Kann nicht schaden, mal nachzusehen. Wow! Autsch, eine Falle. Oh, mein Fuß. Au, das tut weh. Ja, kacke. Das war wie gerade in dem Quest, wo sie sich drüber unterhalten haben. Na. Ah. Ja, und wie komme ich jetzt da drüber? Ah ja, ich kann nicht springen. Okay. Zumindest haben wir das gemeistert. Okay. Oh, nun kapiere ich jetzt. Die Halle des Skeletts, die Falle. Ich bilde mir ein, es in einem RPG zu sein. Dann muss ich doch in einem Dungeon oder einer Burg sein, die meisten, die mein Unterbewusstsein erschaffen hat. Richtig. Okay, während die Drogen wirken, bin ich also ein Spieler in meinem eigenen RPG. Cool, ich spiele gegen mich selbst. Auch wenn ich nie Dungeon Master war. Yeah. Was auch immer sie für ein Zeug in meinem Bier getan haben. Es ist wirklich großartig. Ich zeichne besser eine Karte, sodass ich mich nicht verlaufen kann. Sehr gut. So, M-Taste. Wir probieren es wieder mit dem Controller. Nee, das ist nicht die M-Taste. Wieder raus, ey. Das ist ein bisschen scheiße. Warum sagt er, ja, nicht pausieren. Warum zeigt er nicht einfach hier auch den Controller an, wenn ich den schon kalibriert habe, den Scheiß. Also die ganzen Tasten hier muss ich jetzt echt M drücken. Cool, ich drücke die M-Taste und da passiert nichts. Das ist natürlich mal sehr effektiv gewesen hier. Ach gut. Wir finden es schon noch raus. Nein, jetzt drücke ich schon wieder die OK-Taste. Nein. So, was haben wir denn noch hier? Hier finde ich aber keine Zauber. Ich habe keine Zauber. Inventar. Komme ich aber auch nicht auf die Map. Was ist jetzt hier mit der Map-Taste? Wenn ich jetzt M drücke auf der Tastatur, mag irgendwie auch nichts passieren. Mir egal. Lauter Skelett und ich habe nur ein Feuerzeug. Was ist das denn hier alles? Ich mag das Spiel jetzt schon. Kann ich an die Wand springen? Nein. So, habe ich jetzt hier schon mehr? Nein. Mich würde sehr interessieren, warum hier die Map-Taste nicht geht. Naja, gut. Vielleicht habe ich noch keinen Stift dabei oder so. So, bin ich jetzt im anderen Raum? Yay, okay, alles klar, habe ich geschnallt. Eine Leiter. Steuerung ist super nice, also sehr, sehr smooth, muss ich sagen. Ducken geht auch, super, schleichen geht noch nicht. Wir haben anscheinend einen Gast und er ist unbewaffnet. Schade, dass ich immer alles vorlesen muss, da kriege ich immer volle Halsschmerzen, so nach einer halben Stunde. nein, ich wollte gerade gehen. Nein, warte, lass mich dir meine Gastfreundschaft angedeihen. Angedeihen ist ein tolles Wort. Hey, ich möchte keinen Ärger machen, okay? Fürchte dich nicht. Es wird keine Mühe machen, deine Seele in Besitz zu nehmen und aus dir einen ewigen Bewohner dieser Burg zu machen. Ja, ganz toll. Was? Nein! Hau ab! Ah, scheiße. Scheiße, das war gruselig. Das Schattending sprang auf mich zu. Einen Moment mal. Wo ist es hin? Jetzt steckt es in mir, oder? Das ist unmöglich. Es ist kein Glaube in dir. Es ist kein Glaube in dieser Seele. Ich kann diesen Körper nicht kontrollieren. Ich höre deine Stimme in mir. Heilige Scheiße, ich bin besessen. Verdammt, ich kann nicht entfliehen. Ich bin im Körper gefangen. Dieses Gefängnis aus Fleisch. Ich bin besessen. Ich meine, das Gesicht von dem Typen hätten sie auch mal ruhig neu zeichnen können. Er schreit da voll ab, ich bin besessen und sitzt da unten, als würde sich gerade Porn reinziehen. Warum soll er hängst du hier rum und ergreifst den Besitz von anderen Leuten, hä? Wenn ich von deiner Seele Besitz ergreife, erlange ich die Kontrolle über deinen Körper und kann tun, was immer mir auch gefällt. Ja, ein Thema, ein Runterholen, ne? Ja, aber mit mir hast du das nicht geklappt, oder? Du Arschloch. Wow! Ha! Fick dich. Ich muss jetzt einfach nur geduldig sein, auf den Tod warten, dann bin ich wieder frei. An diesem Ort wird es nicht lange dauern. Yeah, was auch immer. In einigen Stunden wird die Wirkung der Drogen eh nachlassen. Du machst mir also keine Angst. Okay, jetzt habe ich so einen scheiß Geist in mir drin. Das ist natürlich auch super. Ja, aber wollte ich schon immer mal haben. Ah, weiter. Was ist das hier? Dynamit? Nö. Was soll das denn? Einfach so Fenster. Aber da kann ich nichts machen, ne? Ah, oh. Was ist das denn hier? Gut, ich war da drüben schon mal, deswegen wird es angezeigt. Das ist ein gelber Haufen. Oh. Sieh dir diese Leichen an. Erstmal waren sie Kreaturen, die es wagten, diese Burg zu betreten. Nun sind ihre Knochen das Testament ihres Mutes. Deine werden sie bald zu ihnen gesellen. Ja, schön. Laberbacke, ey. Hallo, lauf jetzt da mal hoch. Oh, nicht da wegspringen.
Warte mal, ah, ein Schwert! Hey, ein Schwert, endlich! Es muss einen Toten gehört haben. Herr dunkler, nebliger Typ, du hast Glück. Weißt du, wenn ich dieses Schwert früher gehabt hätte, hätte ich dich in zwei Teile geschnitten. Hahaha, bäum mich nicht zum Lachen, Sterblicher. Wärst du nicht so dumm, würdest du wissen, dass ich keinen Körper habe und keine Waffe mich verletzen kann. Aber in Videospielen töte ich hunderte Geister mit einem Schwert. Eine Welt, wo Schatten und Geister mit normalen Waffen verletzt werden können. Du bist nicht nur dumm, sondern auch ein Lügner. Ach, halt den Mund, ich nehme das Schwert jetzt. Um das Schwert aufzuheben, gehe Dichter und drücke Eingabe. Um es zu verwenden, drücke im Inventar und wähle Ausrüsten. Eingabe, X. Ja. B war's. Inventar, Schwert, Ausrüsten. Danke. Schlagen, perfekt. Kann ich den ordentlich auf die Muschi hauen hier. Na, oh, klettert auch. Fässer kaputt machen? Nein, schade. Es gibt... Nee, gibt nichts mehr anderes. Gibt nur diese eine Taste. Yay! Boom! Schau diesen Schatz an, ich bin reich. Wie viel Geld... Wie viel ist Gold wert? 1500 die Unze. Mit nur einer dieser Münzen kann ich eine neue Konsole kaufen. Yeah! PlayStation 4. Fuck you, Xbox One. Mann, ich bin ein Idiot. Das ist alles nur eine Halluzination. Es ist so, als ob man von einem Lotteriegewinn träumt und nichts davon, mit nichts aufwacht. Nimm dir einige Münzen. Du kannst mächtige Artefakte und tödliche Waffen kaufen. Yeah, yeah, warte. Das hab ich yeah gesagt, bevor er yeah gesagt hat, weil ich auch yeah gesagt habe. Das war witzig. Warte mal, du warst doch auf meinen Tod, um frei zu sein. Nicht wahr? Warum gibst du mir Ratschläge? Stell keine Umfragen. Sieh hin, wie schön diese Münzen funkeln. Ja, funkelnde Münzen. Yeah. Willst du einen Teil dieses Schatzes einsammeln, stell dich davor und drücke Eingabe. Das hatten wir vorhin schon, ne? Gold. Eingabe. Nein, das ist Eingabe hier. Kann ich nicht noch mehr einnehmen hier? Was ist mein Inventar eigentlich voll? Drücke einfach die ganze Zeit. Komm. Ich frage mich gerade, was ein Teil dieses Schatzes ist. Lagen die gerade am Boden rum, diese Pixel-Dinger? Habe ich das gerade noch nicht gesehen? Das habe ich alle aufgesammelt, oder? Ich bin nämlich so der Typ, der nichts liegen lässt eigentlich im Spiel. Wow, was ist das für eine Lache gewesen? Wie einfach es war, dich auszutricksen. Warum bist du so ein Dummkopf? Was? Was sagst du? Deine Gier war dein Untergang, aber mir brachte sie die Freiheit. Was? What? Warum sterbe ich jetzt? Zur Hölle, was ist los mit mir? Ich fühle mich schwach, ich verliere meine Kraft. Ja, why the fuck? Explodiere ich jetzt, oder was? Scheiße, ich fühle mich schlecht. Ich kann noch stehen. Dann beweg dich halt. Oh! Ist gerade mein Kopf explodiert? Endlich frei. Ja, danke. Super gemacht, Ralf. Meine Gier. Verdammt, 6 Minuten erkundet 1% und schon gestorben, ey. Tja, wer hätte das gedacht? Aber zum Glück haben wir ja Autosave an. So. Ja, ja, die Leichen und so. Haben wir schon geschnallt. Klettern immer flugs weiter. Nehmen das Schwert mit. Überspringen die ganzen Mist hier. Mitnehmen, halt, ausrüsten nicht vergessen. Falsche Taste. Inventar. Ausrüsten. Was ist eigentlich dieses schicke Hemd, was ich da habe? Kann ich das auch ausziehen? Wegstecken. Oh, jetzt habe ich kein Feuer mehr. Das wäre ein bisschen bescheuert. Ausrüsten. Oh. Vielleicht soll ich dann doch wieder ein bisschen das Feuerzeug anmachen. Ausrüsten. Danke. So, jetzt probieren wir das nochmal mit dem Hemd aus. Inventar. Habe ich jetzt das? Ja, hier. Ablegen. Yay, yeah, ich bin nackt. Ich bin wirklich nackt. Ich pack's ja nicht. Seht ihr meinen Pixelpenis? Ja, danke dafür, Spiel. War schon wert, das zu kaufen. Warum kann ich denn meine Klamotten ablegen? So. Zu nice. Habt ihr die Animation gesehen? Den Hintern mit dem Pickel drauf. Ja, yeah, ein Schatz. Okay, ja, ja. Weiter, weiter, weiter. Ich habe geschnallt, dass ich den nicht mitnehmen sollte. Geh zurück, du hast deine Münzen vergessen. Tortel, dass er zweimal auf denselben Trick reinfällt, ist selbst schuld. Danke trotzdem. Ah, jetzt mein Schwert. Oh, Schwert habe ich nicht ausgerüstet. Vielleicht muss ich diese Inventartaste vielleicht noch umbelegen, weil ich drücke die ganze Zeit auf Y auf die Map und ich weiß nicht, ob ich die so oft brauche. Die Map wäre auf Start vielleicht besser. Irgendwie komme ich dann wahrscheinlich mit dem Keybindings besser zurecht. Mal gucken. Werde noch ein bisschen weiterspielen. Hau ein bisschen mit dem Schwert durch die Gegend, um ein bisschen Luft zu zerschneiden. Boah, eine Schlange. Die ist riesig. Scheiße, diese ist wirklich groß. Okay. Drücke die Leertaste, um anzugreifen. Nee, mach ich nicht. Ich habe einen Controller in der Hand. Scharfe Waffen wie Schwerter sind effektiv gegen lebende Kreaturen. Super. Draufhauen. Yeah, Schlange, Schlange, Schlange. Was zur Hölle? Oh, eine Truhe. Beute. Eingabetaste. Truhe. Streitkolben. Ah, natürlich mitnehmen. So, schauen wir ins Inventar. Oh, schauen wir mal ins Inventar.
Wie kann ich denn hier diesen Gegenstand Schnelltaste zuordnen, ablegen, wegstecken? Kann ich den auch irgendwo hier... Ah, da unten sehe ich es hier. Schwert hat Stufe 1, Schaden 42. Und man sieht auch hier dieses in kleinen Grün unter dem Schwert, die anscheinend den Schaden, den schon genommen hat, das Schwert. Und hier haben wir Schaden 43. Also rüsten wir mal hier den Streitkolben aus, würde ich sagen. Klettern mal geflux die Treppe hoch. Hier sind einige Fässer. Sieht aus, als würden sie zur Zeit lang nicht... Sieht so aus, als wenn sie die Zeit eine lange Zeit hier stehen. Hä, was? Wenn sie seit einer langen Zeit hier stehen. Ich kann es schon nicht mehr lesen. Sie sind vergammelt. Das heißt, sie sind dazu da, um kaputtgeschlagen zu werden. Richtig. Streitkolben und Äxte, hat er gesagt. Draufhauen. Machen wir. Ich verprügel Fässer. Yes, man. Oh, Münzen. Ich glaube, das ist besser, als so einen Goldschatz mitzunehmen. Kann ich hier noch eine Truhe zum Verprügeln? Noch eine Münze. Nehmen wir mit. Nein, nicht verprügeln. Nehmen wir mit. So, jetzt haben wir ein paar Münzen gesammelt. Hier ist Blut an der Wand und ich habe mich voll nackig gemacht. Ich würde sagen, das war's für diesen Part. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von diesem Let's Play haltet an Epic. Mir gefällt es sehr gut. Ja, und bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und zuschaut. Bis dann. Ciao.